willkommen zu Biomutant. Ich hoffe, ihr findet Gefallen dran und dann starten wir auch schon direkt rein in die Folge. So, ja. Nachdem sich nun die gute Konsole mal beruhigen durfte und wir wieder sowas wie FPS besitzen, können wir uns auch das Dorf angucken. Ich habe in der Zeit schon mal Klamotten aussortiert und den Schrank abgehakt. Den Tisch. So, aber hier gibt es noch Händler. Da wollte ich nicht hin. Da haben wir den hier. Ja, natürlich. Aha, das ist ja sehr interessant. Und ein Ausrüstungshändler. Da ist er doch schon. Hi, ja, so einige Sachen und so. Aber, ciao. Bereich abgeschlossen. Tür auf, lasst mal Luft rein. Es ist warm genug in dieser Welt. Hab ich da eigentlich schon dran gestrollt? Ich glaube nicht. Ich hatte ja keine Zeit. Das ist äußerst interessant. Okay, wir wollen darüber. Da müssen wir auf jeden Fall fliegen. Dann können wir die Sachen mitnehmen. Das ist grundlegend gut. Und ihr habt hier so erschreckend wenig, dass es mich erschreckt. Wo hatte ich geparkt? Ein brandneuer Tag. Ja. Da habe ich geparkt. Hüpf. Riddelbiddelbiddelblub. Und auf geht's. Unser neues Traumfahrzeug. Wir lieben es. Ich zumindest. Sogar sehr. Und wir parken hier. Kann ich hier parken? Sieht gut aus. Und hier haben wir die letzte Tafel schon mal. Okay. Hier dürfen wir nochmal beten. Wir hoffen auf FPS. Sehr schön. Das Schiff scheint schon sehr grenzwertig zu sein, also da hat es ein bisschen Probleme, die FPS zu halten. Man sollte meinen, dass so eine Anschlagtafel im Lauf der Jahre sicher alle möglichen Fahrpläne angezeigt hat. Doch das ist nun alles vorbei. Achte auf den Horizont. Hier sollte es irgendwo eine Ab-nach-oben-Station geben. Ja. An solchen Orten stiegen Reisende in uralte Flatterkisten, um sich hoch über die Schmutzwolken zu erheben. In den alten Blättern hier aus der Gegend steht, dass sie Lufthäfen genannt wurden. Diese Maschinen brauchten viel Temposaft, um in der Luft zu bleiben. Letzten Endes mussten sie alle herunterkommen. Wenn du dich genau umsiehst, findest du hier bestimmt auch Spuren von Reisen. Okay, da vorne. Ja, da hinten ist der Turm. Ah, okay. Wir gehen mal gucken. Das scheint ja hier ein Flughafen zu sein. Alte Weltgeräte, 6 Stück. Untergrundbereich, okay. Hier gibt es eine ganze Menge. Das ist ein ziemlich großes Gebiet. Mit Gegnern natürlich. Du musst begreifen, wie ernst die Lage ist, um sie zu beeinflussen. Tue ich. Au. Der hat gesessen. Der hat gesessen.
Er hat's gesagt und es ist wahr. Okay, wir sollen bestimmt in den Gully runter. Ja, mach mal einfach. Na bitte, kein Wunder, dass sich Reisende hier durchgeschlängelt haben. Durch die Luft zu reisen war immer die schnellste Fortbewegungsmethode. Vielleicht zu schnell. Wer über die Welt hinweg rast, verpasst viel von ihr. Wie war es zu fliegen, brauche ich nicht fragen. Ich habe ein Fluggerät. Funktionieren die Flugmaschinen, brauche ich auch nicht fragen. Ich habe ein Fluggerät. Also, das ist ein bisschen schwierig. Wie war es zu fliegen? Manche dieser Maschinen konnten schneller als der Schall fliegen. Mit einem lauten Knall sind sie über uns hinweggeflogen. Wusch. Auch wenn du hier nicht wegfliegen kannst, kannst du in der ganzen Welt mehr von diesen Spuren verfolgen. Ich kann wegfliegen. Wir haben die Arche. Nur mal so als Hinweis. Finde die Roboterkiste, natürlich. Oha. Bleibst du bitte unten? Also, ist schon frech. Oh. Du musst die Stutzen so regulieren, dass sie zusammenpassen. Na klar. Kriegen wir hin. Passt. Jetzt, da nichts mehr blockiert ist, kann es ungehindert fließen. Das ist schön. Das war dann das erste alte Weltgerät. Das Piraten, hier komme ich nicht durch. Verschlossen. Ich muss nämlich unten lang. Na gut. Klatsch. Untergrundbereich entdeckt. Hier gibt es mehrere Wege. Hui! Das lief nicht so gut. Das lief besser. Okay. Das ist... Was ist denn das? Ein Gecko? Ich würde auf Gecko tippen. Die kriege ich jetzt nicht auf. Dafür muss ich hier woanders noch ein Gerät geräten. Sehr schön. Und das Gerät zum Geräten ist... da drüben. Genau wie der Bioblob. Sagt, du musst die Schalter aufeinander abstimmen. Abgestimmt. Stimmt. So, Tür auf. Das ist genug elektrische Strömung, um die Aktoren zu initialisieren und das System zu aktivieren. Ich bin hier unten aber noch nicht fertig. Das war ja nur der eine Weg. Ich würde mir das ja gern noch anschauen. Hier gibt es auch noch Gerät. Für diese Tür. Sagt, du musst die Schalter aufeinander abstimmen. Ja. Fast. Gut. Wunderprächtig. Das ist genug elektrische Strömung, um die Aktoren zu initialisieren und das System zu aktivieren. So. Das waren dann schon mal drei Geräte. Ja, damit. Meins. Alles meins. Okay, hier geht's nicht weiter. Dann kann ich eigentlich nur... Ach so. Natürlich. Ich komme natürlich nur hier rüber raus. Hui! Hüpf. Okay, das haben wir geschafft.
bin stolz wie Bolle. Tür auf. Da versteckt sich was. Meins. Alles meins. Das ist auch noch eine Hütte. Hier sind Besucher. Die warten wahrscheinlich noch auf den nächsten Flieger. Der kommt bestimmt bald. Oh, hier geht's gar nicht rein. Das ist natürlich noch besser. Oder so. Der Flughafen ist groß. Muss ich gerade mal so feststellen. Naja, es ist ein Flughafen. Sollte mich nicht überraschen, dass der Flughafen groß ist. Schauen wir mal, ob wir hier reinkommen. Hier kommen wir nicht rein, aber da ist jemand. Und bam! Voll auf die 12. Hey, bang! Ich muss gerade so kurz mal nachladen. Ja, ja. Au. Au. Schnellschneider. Was soll denn das? Hör auf mit dem Mist. Im Dunkeln passieren leicht Fehler. Mhm. Aus diesem Metall kannst du bestimmt was Schickes anfertigen. Mal schauen. Hey, du da. Wow. Ein schlauer Gegner würde jetzt abhauen. Tja. Er wirkt tot. Sehr schön. Okay. Hier gibt es gar nicht so viel. Was hier? Aha. Ein Klo. Medikamente aus dem Klo. Die sind immer die besten. Die schmecken immer so. Okay. Mhm. Da ist irgendwas in der oberen Etage. Oder so. Das hier ist ein Aktivitätsort. Halt hier nach Sol-Ausschau. Oh, hallo? Was bist denn du für ein Abgedrehter? Ich streue erstmal kurz hin. Siehst du es? Mal sehen. Schön. Da liegt noch ein Flugzeugwrack. Moment, ich nutze die Gelegenheit und gucke hier mal rum. Wir haben nämlich hier schon mal das hier. Stelle die Schalter so ein, dass sie aufeinander abgestimmt sind. Mhm. Ka-ching! So, die sollte auch durch sein. Und was bekomme ich? Ich bekomme den... Naja, ein Joystick. Das ist in Ordnung. Ich akzeptiere dies mit Freuden. Ich loote mal noch kurz ein bisschen. Aha. Okay. 40 Meter in die Richtung. Wo habe ich da was verpasst? Gibt's hier dahinter was? Nö. Hat da irgendwas verpasst? Mit irgendwas hat er gerade Probleme. Oh! Ich verstehe.
Schöne Bille. Sehr gut. Die und die. Ah, oh, noch mehr Medikamente aus dem Klo. Da bin ich doch. Feuer und Flamme. Du musst die Rohre des Spülhockers entdrehen, na klar, um ihn leeren zu können. Mach ich. Passt. Ah, das ist genau die Art von Ärger, die du hinwegwaschen möchtest. Mhm. Jetzt sagt er mir, suche Wiss. Ich habe doch aber noch andere Dinge hier. Ja, alte Welttresor. 6 von 8. Ist noch nicht mal der letzte. Aber wir reden erstmal mit dem neuen Dude. Warum das da oben angezeigt wird, weiß auch er nicht, oder? Ich komme wieder. Großartige Waffen bestehen aus großartigen Materialien. Mhm. Ich loote noch mal ein bisschen. Da hat jemand seine Tasche vergessen und da hat jemand seinen Koffer vergessen. Und da wieder eine Tasche. Und schon bin ich glücklich. Ja, den Rest machen wir. Wir reden jetzt erstmal wirklich mit dem ziemlich großen Froschkönig. Okay. Ist erstaunt, dass du diesen Punkt in deiner eigenen Geschichte erreicht hast. Mhm. Sie hätte so viele Drehungen und Wendungen nehmen können. Was ist mit dem Buch? Okay, was ist an den Büchern so toll? Was ist mit deiner Geschichte? Seine Geschichte wird immer noch geschrieben, so wie deine. Wer weiß, wo sie noch hinführt. Mhm. Bei deinen Abenteuern hast du garantiert die aufregendsten Geschichten zu erzählen. Mhm. Jemand sollte sich die Zeit nehmen, sie aufzuschreiben, bevor sie auf ewig verloren sind. Oh, ja. Deine Geschichten könnten andere zu so fantastischen Taten wie deinen anspornen und vielleicht sogar dabei helfen, die Welt zu retten. Mhm. So oder so, falls du stirbst, ohne dass deine Geschichte erzählt wird, wer würde dann je davon erfahren? Du musst sie aufschreiben, bevor es zu spät ist. Na klar. Sagt, das Leben sei wie eine Bibliothek. Es gibt mehr Bücher, als du auf einmal lesen kannst. Also musst du dich entscheiden. Deine Entscheidungen sagen einem, wer du bist. Mhm. Ich würde gerne mehr auswählen. Mir gefallen meine Entscheidungen. Manchmal liest man eine Geschichte nochmal und merkt, dass man sich verändert hat. Wie es aussieht, ist die Geschichte dieser Welt noch nicht ganz vorbei. Hoffentlich noch lange nicht. Lob dich, weil du weiter die Geschichte dieser Welt erzählst, anstatt eine neue zu beginnen. Na klar. Gefällt es, dass du mit den Myriad arbeitest? Von ihnen hat er seine Leselampen. Mhm. Sie strahlen wirklich hell. Er liebt es, wie sie die Dunkelheit zurücktreiben. Sagt, dass diese Geschichte sicher noch weitergeht, oder? Klar. Du solltest dir hier draußen nicht zu viele Gedanken machen. Manchmal gaukelt einem die Hitze Illusionen vor. Nicht alles, was du siehst, gibt es wirklich. Mhm. Er selbst findet hier seinen inneren Frieden. Ein umherziehender Buchsammler benötigt in seinem Leben ein bestimmtes Maß an Ruhe. Er wird Sol genannt, einfach nur, weil er gerne alleine bleibt. Sol glaubt, dass Bücher eine einzigartige Form tragbarer Magie sind. Sind die Wörter in ihnen mächtig genug, können sie einen an ungeahnte Orte bringen.
Fühlst du dich einsam? Sagt, in den Büchern stehen so viele Geschichten, dass er sich nie einsam fühlt. Sie spuken durch seinen Kopf. Sagt, er war gerade am Ende des Buches angelangt, das er das letzte Mal hier draußen gelesen hat, als ihm auffiel, dass die letzten drei Seiten fehlen. Seitdem träumt er von diesen Seiten. Doch ihm ist klar geworden, dass geträumte Worte nicht genug sind. Sie müssen in der Wirklichkeit gefunden werden. Die Seiten wurden da draußen in der Trockenhitze gesichtet, wie Blätter im Wind flatternd. Wenn du sie ihm bringst, gibt er dir ein Stück von seiner eigenen tragbaren Magie. Na klar, ich helfe dir gern, das Buch zu beenden. Sagt, du bist direkt nach dem Autor, die größte Heldenfigur dieser Geschichte. Okay, da oben auf dem Turm, natürlich. Wo auch sonst. Vorher will ich aber den. Okay, der ist irgendwo da drüben. Komme ich hier raus? Nur durch die Tür, natürlich. Ein Teich wäre jetzt schön, oder? Ja, geht so. So, hier brauche ich aber erst wieder einen Schlüssel. Schauen wir mal, irgendwo muss ja ein recht großes Wesen rumrennen. Komme ich nur mit einem Seil rüber? Okay. Ich muss also wieder rein. Und mich hier durchschlagen. Na gut. Bin ja nicht so. Hallo? Den Tod ist groß. War schnell erledigt. Ich gebe das mal her. Und gebe das mal her. Dann gehen wir mal darüber. Ja, ich kann gerade nicht. Okay, gib mir mal eine Sekunde. Der ist halt einfach dumm. Der ist ertrunken. So. Was haben wir denn hier für ein Gebäude? Okay, komme ich da rum, ohne da reinzufallen? Ja. Aber mehr ist hier auch nicht, ne? Ne. War nur ein Ding. Nun gut. Es muss aber mehr geben. Mehr. Ja. Das Licht, das du des Nachts siehst, ist heller als du glaubst. Nimm das. Doubt. Wo? Ich hab's doch gehört. Ach nee, das war mein Schiff, was wieder geankert hat, als ich in die Nähe kam, natürlich. Aber wo ist... Wo ist das Monster? Da. Beim Turm.
Einverstanden. Holen wir uns dieses Monster. Hier gibt's nichts. Nein. PlayStation.